So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, wie ihr seht, das Event hat begonnen. Seit, ja, jetzt schon auch über einen Tag läuft der Spiegelkampf. Das wollen wir uns anschauen. Außerdem gibt es eine neue Fraktion der Woche, die sich echt lohnt, finde ich. Ich habe, glaube ich, gestern schon knapp 500 Trophäen gepusht tatsächlich. Also, ja, da geht ordentlich was. Und ich würde sagen, wir schauen noch als erstes in die Fraktion der Woche rein. Und zwar bekommt diese Woche die Fraktion Dunkle Dämonen den Boost. Und der Booster ist Schnelle Schnecke. Das ist einer der neuen Booster, der jetzt erst vor kurzem ins Spiel reingekommen ist. Das Fusionieren von Einheiten dieser Fraktion beschwört eine Schnecke auf der Seite deines Gegners. Also ich sag mal ähnlich wie der Dämonologe. Und im Koop Fusionieren von Einheiten dieser Fraktion beschwört eine Mana-spendende Schnecke auf den Feldern und auf dem Feld deines Verbündeten, also sozusagen Dämonologe. Die Fraktionseinheiten seht ihr hier: Schamanen, Dämonologe tatsächlich, Harlekin, also da geht ordentlich was. Und das Deck, was ich da tatsächlich spiele, hat vier Einheiten davon. Vorher habe ich sogar fünf gespielt. Da hatten wir Uno Momento, da hatten wir nämlich noch den Mime mit drin. Dann hättet ihr komplett das ganze Deck mit Fraktionseinheiten. Geht auch echt gut, aber am gestrigen Abend habe ich dann tatsächlich auf Beschwörer gewechselt. Das lief ganz gut. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal rein in ein Spiel. Der große Vorteil, den ich daran auch sehe, ist, dass die Matches echt nicht so lange gehen. Meistens so bis, keine Ahnung, 2-3 Millionen Schaden. Und keine 10-Minuten-Matches. So, der Gegner spielt auch Schamanen Boreas Deck. Müssen wir gucken. Ich sag's auch ehrlich, ich habe nicht alles gewonnen. Aber die meisten auf jeden Fall. So, ihr habt schon gesehen, der Gegner hat gerade schon fusioniert und wir haben schon die Schnecken rübergeschickt bekommen. Ja, eigentlich können wir ihn mal angreifen. Er kann sich ja kaum wehren gerade. Ah, okay. Oh gut, den Schamanen ihm schnell weggenommen. Genau, ich warte eigentlich immer, dass ich den Schamanen kontern kann. Am PC bin ich meist zu langsam, so wie jetzt gerade eben. Genau, wichtig ist halt beim Kultist, den wir hier spielen, dass ihr immer so drei aneinander habt, weil sonst machen die kaum Schaden. Und darauf müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, wir spielen natürlich mit Tricksa noch, damit wir noch zusätzliches Mana bekommen. Und Harlekin gehe ich tatsächlich momentan auf die Beschwörer, wenn es nicht anders geht. Aber man kann natürlich ein bisschen variieren. Wenn es jetzt gar nicht anders geht, würde ich jetzt hier notfalls auch noch eine andere Kopie durchführen. So, wir bräuchten halt, wie gesagt, den Dreier-Booster. So, ziehe ich nach links hier rüber, da wo die Einheiten sind. Ja, leider nicht ganz so nice. Kopieren wir mal kurz, dass wir hier den Dreier-Boost haben. Ansonsten wird es hier ein bisschen eng. Jetzt sollten sie das Board eigentlich abräumen können. Nach und nach. Der Zweier ist ganz gut da auf der Ecke oben. Der Gegner hat auch. Oh, das ist nicht gut. Der Gegner hat auch gutes Internet, Kappa. Da steht die ganze Zeit plus 500 Millisekunden gerade eben. So. Ich kann auch nicht fusionieren, wie ihr seht, ne? Ich habe den gerade schnell genug gezogen, aber. Passiert nichts. Guter Gegner, Kappa. Manchmal hat man ja das Gefühl, das ist irgendwie mit Absicht gemacht. Puppenspieler, jetzt müssen wir mal schauen. Er schickt uns noch einen Dämonologen rüber. Wir werden auf jeden Fall einen Power-Up verlieren. Jupp. Und noch ein Dings verlieren. Ja, es läuft nicht optimal, sage ich euch, wie es ist. Man kann zu dem Zeitpunkt schon deutlich besser stehen. Aber mal schauen. Jetzt ziehe ich ihn hier rüber, damit wir hier hoffentlich den Boost kriegen. Leider nicht passiert. Und ihr seht's, ne? Jetzt müssten theoretisch hier zwei Schnecken auftauschen. Die normale Dämonologenschnecke und hier zack, die schnelle Schnecke. Oh ja, der war wichtig. Wichtig und richtig. Der war noch wichtiger. Jetzt haben wir hier den Vierer-Boost auf den hier. Der ist jetzt sehr, sehr stark. Ihr wisst ja, wenn ein Kultist von vier verschiedenen umgeben ist, dann kriegt er nochmal einen extra Boost. Der sieht ja auch hier leicht anders aus in der Mitte, der.
und macht auf jeden Fall deutlich mehr Schaden. Jetzt klauen wir ihm auch noch zusätzlich ein bisschen Mana. Er hat auch keinen Tricks damit. Also ihr werdet die Woche auf viele Schamanen-Trickster-Decks treffen. Deswegen sollten wir eigentlich den Vorteil haben, da er den nicht mit hat. Na, das war jetzt ein bisschen doof. Aber gut, klauen wir ihm noch eine Einheit. Und ich denke, das Ding sollten wir auch gewinnen. Zack. Schicken wir ihm noch einen Dämonologen rüber, den Druck aufrechterhalten. Er trifft unsere starke Einheit sogar, hilft ihnen aber auch nichts mehr. Das Ding ist durch und mit dem Deck könnt ihr die Woche auf jeden Fall was reißen. Kann ich euch nur empfehlen. Und ja, so viel zur Fraktion der Woche. Und ihr seht, wie ich gesagt habe, so 2 Millionen Schaden. Nicht hier irgendwie 10, 15 Minuten Games. Waren jetzt ja knapp 5 Minuten, schätze ich. Ist in Ordnung. Dafür kriegen wir sogar noch ein paar Diamanten. Mal gucken, wie hoch wir kommen mit der Fraktion. Also die Kiste auf 6-2 würde ich schon auf jeden Fall im Angriff nehmen heute vielleicht noch. Mal schauen, ob ich das schaffe. Und als nächstes natürlich der Spiegelkampf. Würde ich euch auch empfehlen, jeden Tag eure Gratisrunde auf jeden Fall zu spielen. Kann nicht schaden. Gestern lief es tatsächlich nicht so gut. Ich glaube, ein, zwei Siege hatte ich nur. Ist halt auch manchmal mit Glück behaftet, wie die Fusionen durchkommen. Aber für umsonst nehmen wir es auf jeden Fall mit, den Versuch. Kann nicht schaden. Schamanen auch. Tina Kurze. Grüße gehen raus. Gorgone ist die erste Gegner. So. Wie gesagt, ich fusioniere immer nicht direkt die Schamanen. Ich warte immer auf den Konter sozusagen. Wenn er denn jetzt zum Beispiel hier meinen Schamanen anvisiert, dass ich den schnell wegfusioniere, dann hat es am Ende des Tages ein bisschen mehr gebracht. Dann lief seiner ins Leere und ich habe noch gekontert sozusagen. Muss man mal gucken, wer es länger durchhält. Stufe 2 Schamanen. Nicht so gut. Ich hoffe, dass ich auch schnell genug bin mit der Maus denn. Genau, genau so meine ich es nämlich. Jetzt ist seiner ins Leere geflogen und ich konnte kontern. Oh, das ist okay. Ein Dreier Donnermacher. Kristallmagier und Eismagier haben wir noch mit dem Deck. Eigentlich gutes Deck. Von den Zweier schicken wir ihn mal rüber. Haben wir sogar noch einen Dreier Dämonologe bekommen und konnten wieder den nächsten tatsächlich auskontern, weil er wieder auf unseren Schamanen geflogen ist. Also besser geht's eigentlich nicht. Sehr, sehr nice. So, Power-Up auf den Donnermacher. Ja, gut, den kann er sich mal snacken da. Solchen Arzt jetzt erstmal nicht so wichtig in dem Deck, finde ich. Na, okay. Können wir den solchen Arzt hier unten kopieren? Merchen. Na, er macht sogar ein bisschen mehr Schaden als wir. Tatsächlich. Weil er hier drei Kristallmagier auf jeden Fall auf zwei hat, ist okay. Können wir den solchen Arzt mit hochleveln? So schlecht ist ja die Giftwolke dann vielleicht auch nicht da direkt am Anfang. Müssen wir mal gucken nach dem Spiel, wie viel Schaden der wirklich macht. Mal komm, nehmen wir ihm mal noch was weg. Und das ist es. Dieser Tipp, den ich immer habe, gegen Schamanen. Ne? Er hat jetzt sich zwei Schadenseinheiten weggenommen. Gut, er hat jetzt einen solchen Arzt auf zwei gekriegt, aber er hat auch einfach auf den einen verzichten können, theoretisch. Ich nehme jetzt mal kurz hier den Frost. Schneeflocker natürlich. Ganz gefallen tut es mir nicht. Es wird ein ganz knappes Ding hier werden tatsächlich.
glaube, wir können nochmal Schneeflocke gleich einsetzen. Ich sehe gerade nicht so ganz, wie er den Schadensvorteil macht. Eigentlich haben wir die besseren Einheiten auf dem Board tatsächlich. Wir haben zwei Dreier Donnermacher, zwei Zweier. Beim Kristallmagier hat er nur ein Dreier mehr. Und gefühlt macht er genauso viel Schaden wie wir. Das ist merkwürdig gerade. Ein Zweier Eismagier wäre vielleicht noch gar nicht schlecht. Ich glaube, wir sollten jetzt eher auf die Power-Ups gehen. Ich gehe erstmal aufs Donnermacher Power-Up. Auf jeden Fall, ich sage ja, ganz gutes Deck hier. Ganz gutes Deck hier. Normalerweise gehen die Kämpfe auch nicht so lange. Aber da haben sie uns hier ein ganz gutes Random Deck zusammengebastelt, was echt gut durchhält. Er klaut uns noch einen Kristallmagier-Fusionsstufe. Ich werde versuchen, so lange wie möglich zu warten mit der Schneeflocke. Ich glaube, das könnte hier die entscheidende Sache sein gleich. Ich hoffe, es war nicht zu früh. Die Schneeflocke bringt uns den Sieg. Er hat es ein bisschen früher eingesetzt wie wir. Dadurch gewinnen wir auch den Spiegelkampf. Sehr nice. Damit der erste Sieg für heute. Und ja, habt ihr mal gesehen, Spiegelkampf. Wie gesagt, da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Truhe des Donnerers, ja. Könnt ihr euch gönnen, müsst ihr aber nicht. Habe ich auch ein Video zu hochgeladen. Ansonsten können wir uns ja noch mal kurz hier Fraktionssiegen schnelle Schnecke angucken. Durch die Fusionierung von Einheiten wird auf der Seite deines Gegners PvP oder deines Verbündeten Koop ein spezieller Feind herbeigerufen. Die Gesundheit des speziellen Feindes ist zweimal höher PvP und zweimal niedriger im Koop. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall so erstmal mit. Wie gesagt, zockt den Kultisten mit Schamanen, wenn ihr habt. Kann man echt nichts falsch machen. Ihr könnt hier auch einen Mime reinsetzen oder einen Beschwörer, ihr seht es ja. Oder ja, setzt irgendwas anderes rein. Ihr müsst auf jeden Fall damit rechnen, dass ihr auf viele Schamanen-Gegner treffen werdet. Ganz viele spielen Schamanen Boreas. Einige auch, so wie ich, den Kultisten, den ich übrigens gestern auf Level 10 gebracht habe tatsächlich. Ich glaube, es ist auch die erste Legendary auf 10, oder? Ja, tatsächlich unsere erste Legendary auf 10. Den Inquisitor hätte ich auch gern auf 10, da fehlt aber noch einiges. Erstmal fehlen ein paar Kristalle jetzt. Ich habe gar nicht mehr so viele, auch nicht, die ich machen kann. Aber ja, apropos Legendaries, wir haben hier tatsächlich einmal den Staub voll bekommen. Und zum Abschluss des Videos gehen wir da noch rein, schauen, was wir hier bekommen. Vielleicht wird es ja der Schreddermeister, damit wir wieder alle Karten haben. Und es wird der Beschwörer. Okay. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie gesagt, mit dem Staub ganz, ganz okay die Sache, sag ich mal, für die Leute, die da immer Pech haben. Mit den Legendaries kann man das auf jeden Fall machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne eine Bewertung des Videos da und bis zum nächsten Mal und rein.